Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Simon the Sorcerer 3D. Wir haben im letzten Part uns ein wenig hier in Polygonis umgesehen. Und ich hatte ehrlich gesagt keine wirkliche Ahnung, wie wir jetzt irgendwie weiterkommen. Also wir haben herausgefunden, dass der Sumpfling im Sumpf hängt und mit einer, wie nennt man das nochmal? Mit einer... Ich habe das Wort vergessen. Herzlichen Glückwunsch. Die Folge fängt schon sehr gut an. Also er versucht halt, den Sumpf zu retten, weil die Leute da versuchen wollen, Häuser zu bauen. Ich habe echt das Wort vergessen, wie das heißt. Ja, willkommen bei Whiteys Zockung hier, die keine Ahnung hat, was sie labert. Umweltschutz! Danke! Oh mein Gott. Mein Gehirn ist wie Brei. Es ist auch schon wieder ein bisschen später. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir Eulen der Nacht. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wo gehen wir hin? Und zwar, wir haben hier herausgefunden, dass wir bei der Zauberergilde müssen wir einen Sponsor haben, beziehungsweise einen alten Zauberer, der uns... wie nennt man das? Der uns halt vorschlagen kann. Also der sagt so, ja, der Simon ist ein guter Junge. Und wir haben noch den alten Calypso im Schrank sitzen. Im Keller. Er sitzt im Schrank. Ja, könnte man ein bisschen denken. Ups, Wand. Und wir werden ihm das jetzt mal erzählen und ihn fragen, was er davon hält. Vielleicht kann er uns helfen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber das ist mir so eingefallen, weil, also ich hatte jetzt eine Aufnahmepause von mehreren Tagen und mir ist das so eingefallen, so, irgendwie, wir haben doch da den alten Sack sitzen. Hi. Was hat es mit dieser Grenzkontrolle auf sich? Grenzkontrolle? Ich wusste gar nicht, dass da was abgeht. Natürlich nicht. Du sitzt dir hier ja auch die ganze Zeit den Arsch platt. Sordid hat am südlichen Tor Goblins platziert, die mich ohne Papiere nicht passieren lassen. Dann muss er wohl etwas vorhaben, wenn ich das richtig beurteile. Schön. Sordid geht mich nichts an. Dein Universum, dein Problem. Ich versuche nur nach Hause zu kommen. Es gibt einen Zauberer, der dir helfen könnte. Er ist eine bekannte Persönlichkeit in dieser Stadt und ein erfahrener Fälscher. Ich habe heute schon einen Zauberer getroffen. Diesen großen, fetten, schwabbeligen Stinker mit Brille, der ständig frisst. Ah, also kennst du ihn schon. Ha, wenn der ein erfahrener Fälscher ist, dann bin ich die Lieblingsschildkröte des Königs von Albanien. Er ist aber berühmt dafür. Naja, es sollte nicht allzu schwierig sein, ihn zu finden. Ich folge einfach der Spur aus weggeworfenen Fresspaketen. In der Nähe der Zauberergilde gibt es einen Club namens Das Achte Wunder, wo er sich recht häufig aufhält. Ein ziemlich exklusiver Schuppen, der zugelassenen Zauberern vorbehalten ist. Dann sollte es ja keine Probleme geben. Ist genau meine Kragenweite. Sie haben sehr strenge Zutrittsbedingungen. Ich fürchte, das magische Portal wird sich nur für Gildenmitglieder öffnen. Dann sollte ich wohl besser Mitglied werden. Wenn du dorthin kommst, dann sage ihnen einfach, dass ich dich als meinen Lehrling schicke und dass du den Test absolvieren willst. Wenn du ihn geschafft hast, dann bist du ein echter Zauberer. Nach 3 Spielen wird das aber auch langsam Zeit. Der Test. Okay. Bis denn. Und überanstreng dich möglichst nicht beim im Stuhl sitzen und so, hm? Mach's gut. Sehr schön. Also, gehen wir jetzt zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Natürlich in die Zauberergilde. Und sagen denen, dass Calypso uns sponsoren tut. Vorschlagen, was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Wand. Tür, geh auf. Also das ganze Spiel ist halt ziemlich viel Gerenne. Von A nach B und hast du nicht gesehen. Aber ich habe gesehen, dass dieses Projekt ziemlich gut bei euch ankommt und ich möchte mich bei euch bedanken für die netten Kommentare in meinem allerersten Part von diesem Projekt. Und ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Spaß hier dabei zuzuschauen, wie wir Simon zur Weltherrschaft bringen oder sowas ähnliches. So.
Einmal schnell zum Typen. Ta-ta-ta-ta. Wieso war vorhin Musik, als wir hier gestartet haben, aber jetzt nicht mehr? Macht mich ein bisschen traurig. Hier bin ich wieder. Sofort raus! Kalypso ist mein Sponsor. Ich will den Test absolvieren. Kalypso sponsert dich? Ja, ich bin sein Schützling. Nun, das ändert natürlich alles. Ich werde dich sofort einschreiben. Das hört sich schon besser an. Hier steht, du bist Simon der Zauberer. Woher weißt du das? Nun ja, jeden Morgen verwenden wir unsere Magie, um die Bewerbungsunterlagen aller neuen Zauberer des jeweiligen Tages zu sichten und zu kopieren. Spart enorm viel Zeit. Sehr komfortabel. Als Hobbys stehen hier Lesen, Fernsehen und Filme. Immerhin habe ich nicht wie alle anderen gelogen. Gut. Würfeln wir deinen Charakter aus. Wie bitte? Ich muss würfeln, um deine Zaubertalente zu bestimmen. Das gehört alles zum normalen Vorgehen. Und ich dachte, das gibt es nur bei diesen dämlichen Rollenspielen. Daher haben wir ja die Idee. Wie habe ich abgeschnitten? Nun, es ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie jemand mit 3 Würfeln eine 1 geworfen hat. Eine 1 als erstes und bestes Resultat? Nein, einfach eine 1, die deine magische Begabung darstellt. Das entspricht in etwa einem Kieselstein. Aber immerhin. Ich habe auch für die Schutzgeist-Tabelle gewürfelt, um zu sehen, welches Tier du benötigst. Und? Nun, du hast eine 34. Dein Schutzgeist ist ein Waldgeist. Cool. Also, dann mach dich mal auf die Socken und besorg dir einen. Wir machen dann später weiter. Ich muss meinen eigenen Schutzgeist besorgen? Ich fürchte ja. Du weißt doch, diese Etatkürzung. Wo kann ich einen bekommen? Oh, davon gibt es Hunderte im Wald vor der Stadt. Gut. Bis bald. Ja, das hat ja sehr gut funktioniert. Also wir sind in Sachen Tabletop sind wir ein scheußlicher Magier mit schlechtem Modegeschmack, aber mit einem Waldgeist. Und ich kann mich auch noch erinnern, wo wir das Teil finden können. Und zwar, wie der Name schon sagt, im Wald. Lustig. Nein, jetzt ernsthaft. Er ist wirklich im Wald. Da, wo wir am Anfang rumgelaufen sind. Bei den Schmetterlingen. Aber wir kommen da so jetzt noch nicht hin. Weil Waldgeister sind nämlich nur nachts da. So, gehen wir hier runter. Hallo? Und wieder zu Kalypso, um ihn zu fragen, ey Kalypso, weißt du, wo Waldgeister sind? Weil wir haben ja keine Ahnung. Wir sind ja doof. Njong. 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 Und njong. So. Dieser Weg ist einfach unnötig lang. Hi. Da. Hast du eine Ahnung, wie ich an einen Waldgeist rankomme? Das ist wohl dein auserwählter Schutzgeist, nehme ich an. Ja. Soweit ich weiß, sind sie sehr schwer zu finden. Was anderes hätte mich auch gewundert. Zum Glück ist der Wald normalerweise voll von ihnen. Allerdings zeigen sie sich nur in der Nacht. Das ist wirklich sehr hilfreich. Hey, das ist ein Adventure. Hier gibt es keine Nächte. Ich freue mich, dir sagen zu können, dass sich die Technik seit deinem letzten Abenteuer ein wenig weiterentwickelt hat. Stimmt. Ich habe an Tiefe gewonnen und meine Hände sind jetzt würfelförmig. Ich habe oben ein Zimmer für dich reserviert. Du kannst dich dort ein wenig aufs Ohr legen, bis es Nacht ist. Das klingt fast zu einfach. Jetzt reicht's mit diesem sinnlosen Geschwätz. Bis bald. Mach's gut. So, jetzt können wir eine Runde pennen gehen. Njong. Wie ich am Anfang, ja, wir hatten uns das Hotel oder die Gaststätte hatten wir uns ja schon angeschaut und sind oben rumgelaufen. Da hatte ich ja schon gesagt, dass wir noch gar kein Zimmer haben. Aber jetzt haben wir eins. Yippie. Ich hoffe, ich weiß noch, welche Nummer. Ich glaube, war das hier?
Zimmer 4? Ja! Sehr schön. Sehr nett. Sehr gemütlich. Wenn du das sagst. Gesundheit. Was zum... Gesundheit. Es muss hieran liegen. Es ist mit Polyester gefüllt. Und dagegen bin ich allergisch. Okay, Simon ist eine Muschi und ist gegen Polyester allergisch. Wer ist gegen Polyester allergisch? Ich kenne eher Leute, die gegen Daunenfedern allergisch sind. Oder gegen die Milben, die da drinnen leben können. Aber gut, ich habe eine Idee. Die, glaube ich, sogar in einem Grafikbug enden kann. Hi. Guten Tag, junger Herr. Hallo. Kann ich mein Zimmer reinigen lassen? Sicher. Gib mir deinen Schlüssel und ich schicke das Zimmermädchen rauf. Bitte sehr. Yvette, räume doch mal Zimmer 4 auf und probiere dabei das neue Staubsauger-Dingsbums aus. Oui, oui. Oui, oui. Und vergiss nicht, die Barriere aufzubauen. Oui. Tut mir leid, aber du kannst während des Saubermachens nicht draufgehen. Steht so in den Versicherungsverträgen. Kein Problem. Bis später. Tschüss. Tschüss. Aber wir lassen uns davon natürlich nicht abbringen. Und gehen trotzdem hoch. Wir haben natürlich jetzt hier die Barriere. Was steht da? Oh, es ist so dunkel. Hard at work? Wir kriechen einfach drunter durch, weil wir sind voll krass Bad Boys. Und klauen uns den Staubsauger. Und hier. Yeah! Kennt jemand noch von Windows 95 diese Fehler? Nice! I love it. Also hier haben damals die Entwickler ein bisschen gespart, würde ich einfach mal sagen. Beziehungsweise ist am Ende nicht mehr getestet und ja. Sowas sollte eigentlich nicht passieren. Sumpfi verzweifelt gesucht. So, und jetzt haben wir den Staubsauger. Und wir machen jetzt keine unanständigen Dinge mit dem Staubsauger. Nein, wir gehen... Oder am besten wir benutzen den Teleporter, weil das ist halt am anderen Ende der Stadt. Wenn ihr euch erinnert, da wo der Sheriff war und Goldlöckchen, da war noch ein Teich mit Enten. Was haben Enten? Enten haben Federn. Und da holen wir uns jetzt Federn für unser Kissen. Platz der Justiz. Da ist auch schon wieder der Käsemann. Hallo Käsemann. Was steht da eigentlich? Bocus Justus? Bobus Justus? Das sind zu viele Pixel, ich kann es nicht lesen. Keine Ahnung. Nun gut, wir machen jetzt unanständige... Doch, wir machen tatsächlich unanständige Dinge. Es tut mir so leid. Und zwar... Kommt mal her. Schau mal doch mal, ob die Zeichentrickserien, die ich als Kind gesehen habe, realistisch waren. Mal sehen, ob ich noch andere Tiere finde, die ich quälen kann. Bitte nicht. Oh, jetzt ist sie nackig. So nackig. Und wir haben hier und packen sie in ein wundervolles Kissen. Ach komm, wir laufen wieder zurück. Um nochmal ein bisschen die Stadt zu sehen. Auch wenn ich gesehen habe, dass, wenn ich das auf YouTube hochlade, meine Videos, dass während des Laufens, beziehungsweise wenn ich mich viel bewege, es ein wenig pixelig wird. Ich hoffe, dass es... Was willst du denn nun?
Was machst du da? Käse ausliefern. Was denn sonst? Wohin? Ins Käseberg-Lagerhaus natürlich. Sie haben viel zu viel Käse, also bezahlen Sie mich dafür, dass ich ihn wieder abhole. Hä? Die Regierung bezahlt die Bauern dafür, dass sie keinen Käse machen. Für jedes Pfund Käse, das ich ihnen bringe, werde ich bezahlt, um es wieder mitzunehmen. Ich überquere den Fluss und nehme dann den Käse mit zurück, um erneut bezahlt zu werden. Ein ziemlich profitables Geschäft. Und warum bemerken Sie nicht, dass es jedes Mal derselbe Käse ist? Weil ich ihn jedes Mal etwas anders arrangiere. Oh. Jetzt geh aus dem Weg. Ich werde darüber nachdenken. Also, wo war ich? Genau. Von wegen, dass in der Bewegung es ein wenig pixelig ist. Das kommt allerdings daher, das Spiel läuft eigentlich auf, in Anführungsstrichen, höchster Auflösung in 1024x725. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und ich skaliere es halt ein bisschen hoch auf 1900 irgendwas. So, dass es halt angenehmer ist zum Angucken, anstatt diese... Ja, Quadrat an sich. Das ist wirklich nicht schön. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung, dass es manchmal ein bisschen pixelig ist. Sonst sieht das Spiel halt wirklich gut aus. Naja. So ungefähr. Richtig gut aussehen tut's ja nie. So, wir haben jetzt unser Kuschelkissen. Alter, ich kann jedes Mal bei der Musik hier mittüdeln. Achso, ist ja noch am Putzen. Hallo. Hi. Guten Tag, junger Herr. Kann ich bitte meinen Schlüssel wieder haben? Yvette, ich brauche den Schlüssel für Zimmer 4. Oui, oui. Was macht sie eigentlich, wenn sie nicht sauber macht? Sie lebt im Schrank. Seltsam. Bis später. Tschüss. Sie lebt im Schrank. Wie eine jede gute Frau es tun sollte, wenn sie nicht am Kochen oder Putzen ist. Nein, nein, Whitey, das ist antifeministisch. Das ist nicht in Ordnung. Nicht in der heutigen Zeit. Das hat keiner gehört. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Schlafen. Mit Kuschelkissen. Let's go. Ah, das ist schon besser. Ich kann bei diesem Lärm nicht schlafen. Also, normalerweise würde man jetzt ein schnarchendes Geräusch hören, aber irgendwie ist die Sounddatei verschwunden. Da draußen ist ein flaches Dach. Ja, dann gehen wir raus. Und zwar, dieser nette Herr schnarcht. Hey! Hey! Hier dürfte wohl nur ein Schlagstock weiterhelfen. Oh ja, lasst uns Hammer benutzen. Let's go. Hey! Ups, falscher Knopf. Vielleicht sollte ich versuchen, ihn umzudrehen. Nein. Oh, ich kann Hammer nicht benutzen. Aber ich habe was zum Umdrehen. Was eigentlich total lächerlich ist. Ah, schon viel besser. Vielleicht sollten einige schnarchgeplagte Ehefrauen diesen Trick zu Hause probieren. Nein, die schlafen noch in den Schränken. Die kriegen das doch gar nicht mit. Was wir allerdings noch machen können... Nee, das machen wir später. Das machen wir später. Weil jetzt gehen wir erstmal pennen. Schon besser. Um mal einen wundervollen Dozenten an meiner Uni damals zu zitieren: Ihr könnt ja mal euch vor den Spiegel stellen und die Augen zumachen, dann seht ihr, wie ihr aussieht, wenn ihr schlaft. Das ist ein fantastischer Brüller und da musste ich eben dran denken, wo Simon da mit geschlossenen Augen lag. Fantastisch. So. Es ist jetzt Nacht und wir können jetzt in den Wald. Yay! Tag-Nacht-Wechsel in einem Spiel von 2002. Was da los? Aber bevor wir in den Wald gehen,
Da müssen wir jetzt hier links. Gehen wir einmal geradeaus weiter. Und gehen hier zu... Was steht da eigentlich? Ja, Italiener. Hacienda Italiener. Wir gehen hier rein. Hallo! Hey, wie geht's? Mir geht es gut. Bada bing! Bada boom! So wie du aussiehst, muss etwas Italienisches in dir stecken. Eigentlich, nicht. Aber du hättest es gerne, oder? Was? Ich weiß ja, dass ihr Jungs recht offen seid, aber ich muss doch sehr bitten. Wenn du nicht nach einer angenehmen Füllung suchst, warum bist du dann hier? Ich hoffe ja nur, dass du von Pizza sprichst. Wenn du natürlich was anderes willst... Nö, eine Pizza geht schon in Ordnung. Gut, du weißt, wie man bestellt. Dürfte wohl einfacher als das Ausfüllen einer Steuererklärung sein, hm? Kleiner Scherzbold, du benötigst dies hier. Was zur Hölle ist das? Ist keine Hölle, ist sich Pizzarina. Tatsächlich? Dann wird mir einiges klar. Hey, 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 damit wird bestellt. Bestellt? Du weißt schon, Pizzas bestellen. Also brauche ich nur auf dieser Zauberflöte zu blasen und ein Pizzaelf liefert mir eine verzauberte Schafskäse mit Zwiebel? Nein, das wäre verrückt. Also was mache ich dann damit? Du pfeifst, um meine Aufmerksamkeit zu erregen und sagst dann, welche Pizza du willst. Hast du eine besondere Art von Lieferservice? Ich lausche mit Kopfhörern. Die Pizzerina erregt meine Aufmerksamkeit und ich verwende die große Schüssel auf dem Dach, um dich zu hören. Egal, wo du dich befindest. Du kannst mich wirklich überall hören? Egal, wo du bist. Hauptsache, du pfeifst zuerst. Du weißt doch, wie man pfeift, oder? Irgendwie schon. Du presst ganz einfach die Lippen zusammen und bläst. So weit blicke ich durch. Aber was ist, wenn ich aus Versehen pfeife? Das würde ich nicht empfehlen. Ich hatte einigen Leuten schon mal auf der Toilette zuhören müssen. Klingt unterhaltsam. Was wollten Sie? Mehr Ballaststoffe. Viel mehr Ballaststoffe. Da sollte es keine Probleme geben. Computerfiguren gehen nicht auf die Toilette. Vielleicht brauchst du auch mehr Ballaststoffe. Es tut mir leid, wenn ich hier so kindisch zwischendrin einfach mal so in die Dialoge kicher, aber es ist wundervoll. Zuerst werden wir von Prinz Tapfer im Wald geknutscht und jetzt möchte uns ein Italiener eine heiße Füllung geben. Also irgendwie, naja. Ach, dafür ist das Ding auf dem Dach. Ich dachte schon, du empfängst damit Pornosender. Oh, dafür taugt sie natürlich auch. Kriegst du damit auch das Damenschlamm-Catchen? Und sogar das der Männer. Nackte, schlammige Männer? Pfui, Deibel auch. Ich schau's mir nur wegen der Gewalt an. Na, dann geht's ja noch. Ja, es gibt nichts Schöneres für einen Mann, als nach einem harten Arbeitstag daheim zuzuschauen, wie sich andere Männer verprügeln. Ja, das gibt einen tollen Testosteronstoß, oder? Zuzuschauen, wie sich Männer verprügeln. Ich fühle mich dabei stark und stolz. Ich hoffe ja, du wäschst dir während des Kochens oft die Hände. Ich koche nicht, sondern nehme nur die Bestellungen entgegen. Das beruhigt mich ungemein. Oh, wow. Was kostet diese Pizza? Jede Pizza kostet 10.000 Kröten. Aber keine Angst, die Pizzerina gibt es gratis. 10.000 Kröten. Und dafür gibt's die Pizzerina gratis, was? Das ist aber wirklich nett von dir. 10.000 Kröten für eine Pizza. Für das Geld könnte ich mir ja per Post eine Braut bestellen. Vielleicht nur eine kleine, aber immerhin eine Braut. Aber könnte die dir die beste Pizza auf der ganzen Welt zubereiten und innerhalb einer Minute ausliefern? Nö, aber das wäre auch nicht so wichtig. Da hast du auch wieder recht. Sobald einer der Kunden mal zahlt, werde ich mir auch so eine zulegen. Was meinst du mit, sobald mal jemand zahlt? Wir bieten den großartigsten Service in der Geschichte der Menschheit an. Der großartige Service besteht aus dieser Minutengeschichte? Ich verspreche, dass jede Pizza innerhalb einer Minute beim Kunden ist. Sonst gebe ich sie gratis weg. Vielleicht solltest du dir mehr Zeit für die Auslieferung zugestehen. Ich kam aus der alten Welt mit nichts als diesen Pizzarezepten. Muss ich mir jetzt wirklich deine Lebensgeschichte anhören? Meine Mama, sie hat 40 Jahre lang gearbeitet. Oh Gott, bitte nicht sowas. Ist jeden Morgen vor Sonnenaufgang aufgestanden und hat hart gearbeitet. Das ist aber mal nett. Sie hat niemals Kompromisse bei ihrem Ein-Minuten-Versprechen gemacht und ich werde das auch nicht.
Im Andenken an meine geliebte Mutter werde ich niemals mein Ein-Minuten-Versprechen aufgeben. Sorry, hast du mit mir geredet? Ich scheine wohl eingeschlafen zu sein. Wenn du müde bist, könnte dich eine Pizza vielleicht aufmuntern. Ich kann mir deine Pizza nicht leisten. So, okay. Obwohl, sie kosten nichts, wenn du nicht rechtzeitig auslieferst, sagst du? In einer Minute da oder gratis, auf mein Wort, mein Ehrenwort. Und wenn ich nun bei der Bestellung einer Pizza weit fort wäre? Nun, mein Bruder radelt sehr schnell, er sollte es rechtzeitig schaffen. Freut mich wirklich, das zu hören. Nur mit der Orientierung hat er leichte Probleme. Was du nicht sagst. Man sagt doch, ein Gratisessen schmeckt noch besser. Was meinst du damit? Nichts. Ich warte nur, bis ich etwas hungriger bin. Denk dran. Unsere Pizzas sind die besten. Das wage ich zu bezweifeln. Warum? Unsere Pizzas sind die besten auf der ganzen Welt, oder etwa nicht? Da ich noch nie eine deiner Pizzas gehabt habe, kann ich ruhigen Gewissens behaupten, es sind die besten Pizzas, die ich jemals nicht gehabt habe. Freut mich, das zu hören. Schließlich muss ich auf meinen Ruf achten. Ich glaube, ich schnappe mir jetzt meine Pizzarina und gehe. Ist das recht? Schade, dass du schon gehen musst. Und wen rufst du, wenn du eine Pizza willst? Jemand anderen. Was war das? Wenn ich eine überteuerte Pizza sofort geliefert haben will, werde ich an niemand anderen denken. Sehr gut. Ciao. Ciao. Meine Güte. Was für ein seltsamer Kerl, oder? Sehr seltsam. Aber wir haben jetzt eine Pizzarina und können jetzt überall auf der Welt Pizzas bestellen. Für 10.000 Kröten. Obwohl ja eine kleine Braut mehr irgendwie lieber ist, oder? Hallo Tor. Da Tor. So, damit kommen wir wieder raus. Ja! Yippie! Raus! Ich konnte den Asphalt auch erstmal nicht wieder sehen. Oh, die Musik ist gruselig. Oh, die Brücke ist da. Guckt mal. Ditch. Oh, gruselig. Mag das nicht. So, aber ich würde sagen, wir beenden den Part hier erstmal an der Stelle, weil wir haben gleich sehr viel zu tun. Und das möchte ich nicht in den letzten 2 Minuten reinquetschen. Deswegen vielen Dank für das Feedback und dass ihr weiterhin bei mir zuschaut. Wir sehen uns im nächsten Part von Simon the Sorcerer 3D. Ich bin Whitey und ich sage hiermit erstmal bye bye.